Slambo? Abeb. Was? Warum? Abeb. Hey Freunde und herzlich willkommen zurück bei eurem Tiol von Willkommen zurück bei Reigns. Ja, ich habe gerade das Spiel gestartet und scheinbar macht das Spiel genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Denn wir hatten ja letztes Mal noch die beiden Optionen offen. Gewinnt ein Duell und begegnet dem Teufel. Denn wir haben es ja nur geschafft, den Doktor zu rekrutieren. Deswegen, wir machen jetzt einfach mal weiter im Jahr 623 und wir sind jetzt Geralt, der vierte König. Und ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen langsamer angehen. Man muss in diesem Spiel wirklich so ein bisschen aufpassen, was man tut und was man vielleicht besser nicht tut. Weil es sind die... Ja, man muss halt da oben möglichst zwischen diesen vier Mächten ein Gleichgewicht halten. Das hatte ich ja letztes Mal auch gesagt, aber letztes Mal... Ja, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Aber wir gucken jetzt mal, wir schauen erstmal. Was ist denn hier? Mir ist eine seltsame Frau begegnet, die sich mit Pflanzenkunde und Träumen auskennt. Möchtet ihr sie treffen? Das könnte natürlich die Hexe sein, die wir da unten noch rekrutieren müssen jetzt. Also klicken wir mal auf Ja. Der Zauberer begegnet der Hexe. Das ist toll, ich freue mich. Neue Karten, weißes Arcanum. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. So, jetzt haben wir hier Graham Schandmaul. Ich glaube, das ist ein Hofnarr. Und er möchte ein Lied für unsere Majestät singen. Das heißt, der Narr und seine Majestät. Ich glaube, ich höre mir das einfach mal an. Ja, das hat da oben gar nichts gemacht. Es war einmal ein armer Narr, der sang allein ein trauriges, trauriges Lied. Er hatte einen majestätischen Begleiter, ein dunkles und hässliches Tier. Aber freundlich und sauber und es wedelte ständig mit dem Schwanz. Okay, das war's. Das war jetzt nicht so toll, ne? Wir sollten unsere Flagge abändern. Sie entspricht nicht mehr der Mode. Ja, welche Option haben wir denn? Ein brauner Spaten vor grauem Himmel. Weitere Vorschläge? Eine orangene Kanone vor grünem Hintergrund. Weitere Vorschläge? Ein rotes Kreuz auf goldenem Grund. Das klingt eigentlich ganz cool. Rotes Kreuz, goldener Grund. Machen wir mal. Warum kostet uns das jetzt? Warum hat uns das jetzt zum Beispiel hier was von der Armee gekostet? Da unsere Kampfkraft, Armee oder wie auch immer, was das bedeutet. Warum hat das jetzt was gekostet? Wir haben nur die fucking Flagge geändert. Wir haben nur die Farbe von der Flagge geändert. Aber na gut, ich glaube, man muss das nicht verstehen. Ich habe mich eben ein bisschen über das Spiel schlau gemacht und das Spiel hat wohl teilweise wirklich extrem schwarzen Humor. Was auch bedeutet, dass man manchmal einfach mal anders antworten muss, wie es vielleicht so der erste Gedanke ist. Manchmal ist es halt ein bisschen komisch. Aber gut, wir gucken jetzt mal. Die Minen sind voller Gold, Majestät. Was bringt uns das? Ich bin reich. Wir sind reich. Ich bin reich. Wir sind reich. Ich bin reich. Nein, wir machen, wir sind reich. Wir müssen ja... Ne, wir wollen ja ein guter König sein eigentlich, ja. Aber das habe ich auch gelesen. Man muss nicht unbedingt immer die nettesten Antworten treffen, sondern manchmal muss man vielleicht auch einfach mal den Leuten in den Arsch treten. So, was haben wir jetzt hier? Ich könnte ein Hospital eröffnen, um die Folgen künftiger Seuchen zu begrenzen. Was ist mit dem Doktor? Madame Karkovia, ist es die Hexe? Ich drücke einfach mal ja. Das... Hat beides gekostet. Ich wusste, dass es beides kostet. Verdammt. Dies wirkt sich jedes Jahr aus. Pflegezentrum. Das Hospital begrenzt die Folgen von Epidemien und Katastrophen. Ist doch nice. Ist doch nice. Ist doch nice. Die Wikinger greifen uns an. Wir müssen unser Königreich im Norden verteidigen. Greifen wir sie an oder verteidigen wir das Land? Ich schätze mal, wenn wir sie angreifen, kostet das bei allem was. Wenn wir einfach nur verteidigen... Okay, ja, wir brauchen mehr Geld. Wir haben kaum noch Geld. Die Händler möchten eine neue Gilde gründen und entsenden ihren Vertreter an den Hof. Ja. Okay, es hat Geld gebracht. Sehr gut, sehr gut. Ich möchte ein paar Läden für meine Tränke und Amulette eröffnen. Nein, du hast schon ein verdammtes Hospital. Bleib mal ganz ruhig jetzt. Die Königin des Südens bietet an, uns beim Zurückschlagen der Invasoren zu helfen. Wer ist denn die Königin des Südens? Man hat auch nie Hintergrundinformationen. Vielleicht hat die Königin des Südens ja nur zwei Kämpfer. Vielleicht können die mir gar nicht helfen. Ich weiß es ja nicht. Sagen wir ja oder sagen wir nein? Ich schätze mal, wenn wir jetzt nein sagen, hält das unsere Kampfkraft oben, weil unsere Leute stolz sind und keine Hilfe wollen. Und wenn wir ja drücken... Aber ich schätze mal, Hilfe ist eigentlich besser. Okay, es war... Ja war glaube ich, richtig. Ja war, glaube ich, die beste Antwort. Wir sollten Wallfahrten zum Grab des heiligen Armand einführen. Ich kenne den Armand nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich finde es nicht in Ordnung. Das ist der Erzbischof von Saint-Angeli. Mit dem hatten wir ja schon mal zu tun. Machen wir das? Ja. Es wird garantiert Geld kosten, aber bei Kirche und Leute was bringen. Aber ich werde Nein machen, weil wir nicht mehr viel Geld haben. Sieg! Die Wikinger sind geschlagen. Sollen wir alle Gefangenen töten? Fragt uns Thomas der Kühne.
Sagen wir keine Gnade oder lasst sie gehen. Ich würde fast sagen keine Gnade, aber ich glaube, das wird Kirche und so weiter kosten. Ich sag mal, lasst sie gehen. Lasst sie gehen war auf jeden Fall richtig. Sollten wir in Nachbarländern Botschaften einrichten? Vielleicht könnten wir so Kriege verhindern. Von Henry Vaujan. Ich glaube, das ist doch irgendwie unser Berater oder so. Der kommt mir so vor. Der scheint mir immer so ein paar Vorschläge zu machen, was ich ja machen könnte und was nicht. Aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Das wird mir wahrscheinlich, das wird Geld kosten. Das wird ziemlich viel Geld kosten, denke ich mal. Weil wir müssen ja dann Gebäude bauen und sowas. Und weil wir nicht so gut im Kurs stehen vom Geld, werde ich einfach mal Nein sagen. Also eure Festung ist zu schwach. Wir sollten einen neuen Turm bauen. Ich habe immer noch kein Geld, Mann. Aber wenn ich Nein sage, wird das beides richtig runterreißen. Also werde ich Ja sagen. Das hat so viel Geld gekostet. Das hat so viel Geld gekostet. In der Hauptstadt gab es eine Explosion. Wir wissen nicht, was los ist. Sollen wir die Stadttore schließen? Ja, ist sicherer, ne? Wir haben kein Geld mehr. Nein! Jetzt sterben wir, weil wir kein Geld mehr haben. Was? Was? Immer wenn was kommt, sterben wir. Ah, Mann, ich hätte das Tor einfach offen lassen sollen. Vielleicht war es nur ein Feuerwerk oder so. Keine Ahnung. Also drücken wir mal. Was? Und was passiert? Oh, die neuen Oligarchen zwingen euch ins Exil. Auf jeden Fall sind wir tot. Aber es war eigentlich ganz gut. Wir waren Geralt der Zauberer und wir haben 14 Jahre überlebt. Es war jetzt gar nicht mal so eine schlechte Runde. Ich würde sagen, wir machen einfach mal noch eine und gucken mal, ob wir es jetzt besser hinkriegen. Das ist auf jeden Fall bis jetzt unser Highscore. 14 Jahre geht. Weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht mehr, ob das gut ist. Jetzt sind wir Georg, der fünfte König. Wir haben immer noch kein Duell gewonnen. Und wir haben auch noch nie das Verlies durchstriffen. Nun ja. Und was ist da drüben auf der Zeitleiste? Seht ihr das? Da drüben steht ein König mit dem Schwert. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Wir drücken mal fortfahren. Was kommt jetzt? Der Tropfenfluss ist wieder ausgetrocknet. Wir sollten einen Damm bauen. Nein, das kostet zu viel Geld. Die Baronien des Ostens führen wieder Krieg und ihre Bevölkerung kommt scharenweise zu uns. Heißt sie willkommen? Schließt die Grenze. Heißt sie willkommen? Schließt die Grenze. Oh, das war gut. Kaum Geld gekostet, aber Kampfkraft gegeben. Ich kann euch ein paar Dinge über weiße Magie beibringen. Okay. Oh Mann, warum kostet das Geld? Aber zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr meine Zeit wert seid. Ja, jetzt muss ich ja drücken. Jetzt habe ich schon Geld verloren. Sprecht das heilige Wort Zgando. Zgando? Nach Art des Ostens aus. Zlamwo? Abeb. Was? Warum? Abeb? Ich glaube, es ist Abeb. Nee, Zlamwo, denke ich mal. Zlamwo. Das war nicht die richtige... Was für eine Scheiße. Also, da steht Zgando. Und es wird Abeb ausgesprochen. Gut. Gut. Das ist schön zu wissen. Hat man ja richtige Grammatikkurse hier. Meine Herren, meine Herren. Das war nicht die richtige Antwort. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Jetzt hat es mich Geld gekostet und ich habe gar nichts gekriegt. Toll, ey. Die Nachricht lautet, ein Dorf im Süden fördert Polygamie. Die Armee entsenden, die Kirche entsenden. Ich würde die Kirche entsenden. Die freut sich. Die Ernte war schrecklich. Die Leute hungern. Bitte senkt die Steuern, Majestät. Wie könnt ihr es wagen? Stopp. Oh, die Leute hassen mich. Oh, ich bin Madame Karkovia. Ich kann euch helfen, die Gesetze der Natur und die Grenzen des Menschen zu verstehen. Das klingt nützlich, seid diskret. Nein. Wir möchten eine neue Steuer für die Kirche erheben, die natürlich mit der Krone geteilt wird. Nein. Ich würde mich gerne mit einigen meiner Wirtschaftskollegen aus dem Westen in eurer Burg treffen. Keine Ahnung, ich muss erstmal die Leute wieder hochkriegen. Ah, ich sag mal ja. Oh, das hat die Leute ein bisschen hochgekriegt. Gut. Mensch, die gebirgige Gegend an der Ostgrenze ist unruhig und gesetzlos. Was können wir tun? Ist mir egal. Was können wir tun? Wir könnten Sir William als Regenten einsetzen und ihn für das Privileg bezahlen lassen. Ja. Okay. Einverstanden, Majestät. Es ist eine große Ehre, eure Herrschaft in dieses wilde Land zu bringen. Seid gerecht. Seid stark. Seid gerecht. Gut, das hat die Leute ein bisschen hochgegeben. Die hassen mich jetzt nicht mehr ganz so sehr. Dank Sir William ist die gebirgige Gegend jetzt korrupt und gefährlich. Danke, Sir William. Das haben Sie gut gemacht. Jetzt ist es nicht mehr... Weiß nicht, was vorher tödlich? Jetzt ist es nur noch korrupt und gefährlich. Das ist schön. Das freut mich, Sir William. Das haben Sie sehr gut gemacht.
Das ging ja schnell, ruft ihn zurück. Das ging ja schnell, lassen wir ihn da. Sir William steht an der Spitze einer großen Banditenhorde. Soll ich die Armee jetzt sehen? Alter, der hat sich jetzt gegen uns gestellt. Der ist da hochgegangen, hat die Leute um sich geschart. Alles ist korrupt geworden. Jetzt will er uns angreifen. Was ist los? Ah, soll ich die Armee entsenden? Ja, machen kaputt, ey. Ich ergebe mich, lasst mich am Leben und ich sage euch, wo der Schatz der Banditen ist. Okay, danke. Offenbar war es ein sehr kleiner Schatz. Ja, das habe ich gesehen, aber Geld ist Geld. In einem entlegenen Dorf lehrt man die Kinder, Männer des Königs anzuspucken. Statuieren wir ein Exempel. Ja. Oh, die Leute hassen mich. Euer Volk verhungert, Majestät. Der Brotpreis ist zu hoch. Senkt ihn um 50%. Okay. Oh, hat das Geld gekostet. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ihr müsst mehr Soldaten rekrutieren. Das wird Geld kosten. Deswegen sage ich nein. Ein heiteres Grüppchen eurer betrogenen Soldaten hat ein Kloster geplündert. Wir wollen Gerechtigkeit. Muss ich machen. Das muss ich machen. Die Armee mag mich nicht mehr so sehr wie am Anfang. Der König des Westens bietet uns viel Geld. Er will einen kleinen Teil unseres Landes kaufen. Das wird uns... Ich frage mich gerade, mögen mich die Leute dann oder hassen sie mich dann? Ich glaube, sie hassen mich dann. Ja. Grrr. Wem gehört dieser Vogel? Euer Königreich ist arm und schwach. Ein wohlwollender Freund von mir möchte euch helfen. Kostenlos. Okay. Danke. Danke. Wer auch immer das war. Ich war kurz vorm Ende, ey. Die Leute waren... Also, das Volk war fast ganz unten angelangt. Und ich glaube, wenn einer von den vier Balken ganz unten ist, ist es auf jeden Fall direkt Ende. So, der Doktor betreibt gottlose Experimente in einem verborgenen Raum. Das muss enden. Ja, es muss enden. Warum mögen mich die Leute jetzt nicht, wenn ich gottlose Experimente verbiete? An diesem Raum gibt es nichts auszusetzen. Irgendwo muss ich meine Experimente ja durchführen. Seid wenigstens diskret. Okay. Einige Dörfer behaupten, himmlische Wesen griffen sie an. Sicher ein Trick, um weniger Steuern zu zahlen. Mache ich auch immer so. Ich rufe auch immer an bei der GEZ und sage, hier, Freunde... Es waren schon wieder die Engel bei mir zu Hause, deswegen kann ich leider die Beiträge nicht bezahlen. Seitdem habe ich keinen Fernseher mehr. Wie auch immer, ich würde sagen, ja, es ist ein Trick. Es ist ein verdammter Trick. Majestät, wollt ihr mit mir fechten? Ich bin ein guter Lehrer, lasst uns ein wenig Geld setzen. En garde, machen wir. Ihr wirkt wie ein leichtsinniger Wurm, der gegen einen Adler zu kämpfen versucht. Eher ein kleines Rebhuhn. Greifen wir an? Also wir können jetzt angreifen oder verteidigen. Es ist wahrscheinlich, dass wir ein Duell gewinnen können. Ich würde ihn angreifen. Zack! Oh! Wir sind scheinbar gewandt in der Kunst des Schwertes. Ihr habt gewonnen, Majestät. Anfängerglück. Wollt ihr wissen, wie ihr euch verbessern könnt? Ja, okay, zeig mal. Der Duellant gewinnt ein Duell. Beim Fechten müsst ihr gut abwägen. Der Angriff ist explosiv und klar. Die Verteidigung listig und tückisch. Fahrt fort. Wenn ihr euch verteidigt, habt ihr eine Chance, in der folgenden Runde eine Spezialtechnik auszulösen. Und das ist interessant, das wusste ich nicht. Seht euch euren Gegner an, denn so könnt ihr neue Stöße und Finten erlernen. Vielen Dank! Wenn ihr ein Tier wärt, dann welches? Ein Löwe? Ja, natürlich ein Löwe. Majestät, die Wölfe fressen unsere Kinder, dürfen wir sie jagen? Nein, ich find's eigentlich okay, ich habe die Wölfe extra darauf angesetzt, weil ich hasse Kinder. Ich hasse Kinder. Das täuscht ihr doch nur vor, ich werde sie selbst... Wir jagen sie selber. Die Jagd war ein Erfolg. Heute Abend gibt es ein üppiges Bankett. Ja, machen wir. Der Alte regiert mindestens 20 Jahre. Nice, die Runde läuft ganz gut. Ey, Kirche ist ganz voll. Kampfkraft und Geld haben wir auch. Nur die Leute mögen mich nicht ganz so sehr, aber das ist okay. Majestät, Graham Schandmaul hat einen Löwen in den Straßen der Hauptstadt freigelassen. Dort ist die Hölle los. Entsendet die Armee. Schließt die Burgtore. Entsendet die Armee. Die Heere des Papstes übernehmen die Kontrolle über unser heiliges Land. Es ist der Himmel auf Erden. Wollen wir Warum sterben wir? Oh, richtig. Wenn man Kirche zu hoch macht, stirbt man ja deswegen. Ah, verdammt. Ist wie im echten Leben. Die Kirche beschließt, euch zum Märtyrer zu machen. Man reißt euch ein Stück und wir werden mal wieder vier geteilt. Aber das war ganz gut. 22 Jahre überlebt. Georg der Alte. Ja, haben wir noch irgendwas Gutes gekriegt? Balduin, der sechste König. Wir haben jetzt ein Duell gewonnen. Als nächstes müssen wir den Blauen probieren. What? Und was ist das da überhaupt? Kann man die Zeitleiste weiterziehen? Nein, kann man nicht. Ich würde mich jetzt hier gerade eigentlich mal gerne kurz ein bisschen umgucken. Hier Taten des Königs haben wir. Memento Mori. Es gibt 26 verschiedene Arten zu sterben. Junge.
Junge, was ist hier? Wir haben das Pflegezentrum, okay? Behält man das auf ewig, oder? Ja, natürlich, wir haben es ja einmal gebaut, logisch. Wir gehen ja immer nur weiter in der Zeitleiste. Da. Oh. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge von Reigns weiter. Und ich glaube, so langsam komme ich ein bisschen hinter die Mechanik vom Spiel. Ich bin manchmal noch ein bisschen unvorsichtig, wie gerade eben mit der Kirche, dass die einen dann zum Märtyrer machen. Ich meine, gut, wenn denen das gefällt. Aber ich würde erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Reigns wieder. Euer Chiller verabschiedet sich. Macht's gut. Und bis dann. Ja. Ich denke mal, wir sehen uns wieder. Wahrscheinlich. Ja.